Bevor die Mädels das Feld verlassen, habe ich vielleicht noch ein paar Terminhinweise. Zwei an der Zahl. Am 21. November testen wir die Frauennationalmannschaft mit 5 Bietigheimer Spielerinnen das letzte Mal vor dem Abflug zu WM nach Japan auf deutschem Boden. Um 19 Uhr geht es in der Stuttgarter Arena gegen Montenegro. Wer also auch nach diesem Spiel noch Lust hat auf den Frauenhandball, mit die 5 Wochen handballfreie Zeit quasi in der Halle gut überbrückt werden kann. Am 21. November geht es für die deutsche Frauennationalmannschaft in Montenegro in der Stuttgarter Arena. Und schon am Wochenende geht es hier in der Sporthalle am Viadukt für die A-Jugend zu gewinnen, wenn die A-Jugend kämpft in den Einzug in die Zwischenrunde in der Jugendbundesliga. Und dabei treffen die Mädels der SGWD am Samstag um 15 Uhr auf der TV-Nennen und dann am Sonntag zur gleichen Zeit gegen HC Grödensel. Und alle, die heute Abend hier sind und eine Eintrittskarte haben, die haben am Wochenende freien Eintritt. Also wenn Sie am Wochenende die A-Jugend unterstützen wollen, dann kommen Sie hier in die Halle am Viadukt. Wir machen mal einen kurzen Stimmungscheck, würde ich sagen. Ich begrüße nochmal die Fans aus Neckarsulm. Neckarsulm, hallo, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zum Fans der SGB in der Liga. Das hört sich doch ganz gut an und damit kommen wir dann auch gleich zu den Aufstellungen der beiden Mannschaften. Ja, zwei Spiele in der MAP Arena, da müssen wir uns erst wieder an die Viadukthalle gewöhnen. Wir arbeiten eifrig oben an der Box. Die Kabel sind hier einfach nicht mehr die allerneuesten. Und deswegen sind wir noch am Probieren, aber wir werden gleich wieder ein bisschen fahren. Das kratzt ja auch schon ein bisschen hier an den Sport. Also ich denke, gleich werden wir wieder frische Zeit haben. Am besten würde ich sagen, wir sorgen einfach so ein bisschen für Stimmung und klatschen schon mal alle zusammen im Takt in die Hände. Ich würde sagen, die Fans der SGWD, die kann und Lotte natürlich, und jeden bekannt vor. Hallo Lotte!
Die
ersten 7 Minuten des Spiels für die Lakers. Ich glaube, wir brauchen einen Aufmerksamkeit und einen Applaus für die 15. Michael Goos.
Jetzt gibt es auch den neuen Siegmeter für den SK Gewerbeteam. Thank you.
Jetzt hat sich mit Nummer 3 mal verwandelt zum Ziel.
12 zu 10 für die SG gewinnen, die die Kaltorschutzführung zu bewahren. Amelie Berger! Und unsere Tor 4! Jetzt sind wir wieder gefahren und auf geht's, Kitty rein!
zu 13, die Torschützin und zu Nummer 5. Antje Laubroth. Auszeit genommen von Martin Albertsen. Eine Minute vor der Pause beim Spielstand von 17 zu 14 für die SG BBM.
Ovation für die Tesco. Und mit diesem Spielstand 18:15 geht es auch in die Pause. Wir schauen kurz auf das andere Spiel, das um 19:30 angefangen hat. Blomberg-Lippe gegen den Thüringer HC. Da steht es nach 42 Minuten 22 zu 23. Also ein ganz enges Spiel. Blomberg-Lippe bisher ungeschlagen gegen den Thüringer HC. Ja, und weil auch mehr
Handball sehen möchte. Am 21. November testet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit 5 Bietigheimer Spielerinnen das letzte Mal vor dem Abflug zur WM nach Japan auf deutschen Boden. Um 19 Uhr geht es in der Stuttgarter Arena gegen Montenegro. Da wird sich vor allem die 5 Bietigheimer jetzt natürlich sicherlich über zahlreiche Unterstützung freuen. Aber ich habe schon gehört, einige Bonner werden da sein. Und für richtige Stimmung in der Arena sorgen. Tickets gibt's unter dhb.de/tickets. Und auch da reisen wir nochmal hin. Ohne Ehrenamt geht's nicht. Das weiß jeder Handballer, das weiß jeder Sportverein und vor allem natürlich auch die SGW, der MB, die Keilen, denn ja, es muss ja alles aufgebaut werden, Helfer müssen Brötchen schmieren etc. pp. Es gibt immer viel zu tun rund um ein Handballspiel, sei es in der Bundesliga, der Champions League oder immer unten in der Jugend oder in den Amateurklassen. Und deswegen hat sich der Deutsche Handballbund auch was ganz Besonderes ausgedacht. Bisschen hohen aufschneiden. Ich packe gerne an, Knie, den Einladen, sehr gerne durch. Und Sie? Wie gehen wir durch? Dann bereiten Sie sich auf die Spende vor. Ja, wo wird der Bänke? Catering-Service? Was ist das? Ich muss jetzt gleich einfügen. Liebe Ehrenamtler, von euch heute gar nichts. Vielen Dank, dass du den Handball in Deutschland hast. Du kennst die besten Ehrenamtler von ganz Handball Deutschland? Dann nominieren wir jetzt. Thank you.
jetzt. Wir steigen direkt wieder ein in das olympische Klatschen und Feuerlinie. Wir sagen 18 zu 15 zum Beginn der zweiten Hälfte. Wir wollen den Heimsieg, damit das hier in der Bundesliga gut aussieht.
Liga 2 ist Liga Heimat von Luft zum 22:17 für die Vorspartung. Thank you.
20, Angela Reierstein trifft zum 25 zu 19. Thank you.
82-22. Und auch von der
Auszeit genannt von Pascal Roland für die Leckerswil aus Kochenburg. 31:24, noch gut 4 Minuten zu spielen.
steht und wieder warten. Antje Lauro. Thank you.